Hallöchen, meine lieben Frostbeulen und Schneepinkler, der Winter kommt in Riesenschritten auf uns zu und damit auch die wahnsinnige Kälte. Die meisten mögen den Winter ja nicht und deshalb heißt es immer f***ig Kälte, f***ig Winter, f***ig Schnee. Dann wünschen sich die meisten den Sommer wieder her, aber Hitze ist gar nicht mal so gut und Kälte kann durchaus wirklich sehr hilfreich sein. Und bei was und vieles mehr, das in diesem Video. Bis gleich! Kennt ihr das, wenn es ultra warm ist und es passiert nur eine unangenehme Kleinigkeit? Da könnte man hier regelrecht ausrasten. Man ist auf 180 und könnte alles umbringen, was in der unmittelbaren Umgebung ist. Verdammt! Ja, die Wärme kann schon den einen oder anderen wirklich zur Weißglut bringen und das ist sogar wissenschaftlich sehr gut untersucht worden. Larrick untersuchte nämlich 52.000 Baseballspiele auf den sogenannten Beanball hin, also da, wo der Werfer absichtlich den Gegenspieler den Ball mitten in die Fresse gedonnert hat. Das hat er dann in Zusammenhang mit Temperatur gebracht und das hat so, ja, eine sehr interessante Erkenntnis gebracht, würde ich mal so behaupten. Bei einer Außentemperatur von 10 Grad lag die Wahrscheinlichkeit eines Beanballs bei etwa 22%. Und jetzt, bei einer Außentemperatur bei 30 Grad, lag die Wahrscheinlichkeit bei 27%. Was heißt das also? Das heißt, dass die wahnsinnigen Baseballspieler noch wahnsinniger werden, wenn es draußen warm ist. Oh mein Gott! Nein, Spaß beiseite, aber die Menschheit wird eben aggressiver und hat auch viel mehr Lust auf Rache, wenn es tatsächlich wärmer wird. Und ich kann das ja gut nachvollziehen. Wisst ihr eigentlich, wie scheiße warm das vor diesen Softboxen ist? Das, was mich hier anstrahlt, das ist ultra warm. Ich glaube, ich zeige euch das mal. Und nun für die unter euch, die prinzipiell gerne mal zu spät kommen. Ihr habt eine neue Ausrede. Hitze macht nämlich unpünktlich. Ja, die Unpünktlichkeit bei sommerlichen Temperatur untersuchte er nämlich 1963 bereits Roland Müser, der insgesamt über 150 Versuchspersonen dahingehend beobachtet bzw. studiert hat. Dieser notierte sich nämlich die täglichen Ankunftszeiten dieser Versuchspersonen über 3 Monate hinweg und es kam raus, je wärmer es war, desto später kam man an. Ja. Das ist doch mal schon mal eine Aussage. Das heißt, je kälter es ist, desto pünktlicher und je wärmer es ist, desto unpünktlicher. Der Film geht gleich los und du bist nicht da. Wo bist du? Ich komme, mein Freund. Ich bin bald da. Ist ja die Freundschaft gar nichts mehr wert? Mann, jetzt geh mal ran. Warum muss es heute so scheiße warm sein? Jedes Mal kommst du zu spät, du Arschloch. Für dich, mein Freund, tue ich alles. Du bist mein bester Freund, ich mache für dich alles. Jetzt geh doch schon mal ran. Sag mal, wie dumm bist du eigentlich? Oh Gott, ich glaube, ich brech zusammen. Oh Gott. Wusstet ihr, dass sich das Hitzeempfinden eines Menschen tatsächlich manipulieren lässt? Zu diesem Schluss kommt nämlich Paul Castle, der verschiedene Radfahrer auf dem Ergometer hat fahren lassen und das in 3 verschiedenen Durchgängen. Mal mussten die Radfahrer bei einer Raumtemperatur von 21 Grad radeln und mal mussten sie in einer Raumtemperatur von 33 Grad ihre Kräfte beweisen. Aber jetzt kommt der Clou. Im 3. Durchlauf nämlich hat dieser perfide Wissenschaftler den Probanden ein Thermometer ergeben, worauf stand, dass es aktuell 26 Grad in diesem Raum hatte. Tatsächlich waren es aber 32 Grad. Oh. Interessanterweise haben die Radfahrer in dieser Versuchsbedingung, in dieser gefälschten, getürkten Versuchsbedingung, die längste Strecke zurückgelegt. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass es tatsächlich hilfreich sein kann, sich kühle Gedanken zu machen, wenn es einem ultra heiß ist. Warum muss denn das schon wieder so warm sein? Wie schön wäre jetzt Schnee. Oder jetzt ein Schneeengel im Wald und völlig durchnässt nach Hause kommen und zittern am ganzen Leib. Och, wäre das traumhaft jetzt da. Kalt.
Ist jemand Kellner von euch oder allgemein hat jemand einen Job von euch, bei dem man Trinkgeld bekommt? Dann solltet ihr jetzt ganz genau hinhören. Ich muss ja zugeben, diese Hitze oder gutes Wetter hat ein was Gutes genau für diese Personen. Nämlich, das Trinkgeld wird sich immens erhöhen mit folgendem Trick. Der Wissenschaftler Bruce Rind und andere Kollegen haben nämlich ein Experiment durchgeführt, bei dem die Kellnerin auf die Rückseite der Rechnung immer die Prognose von gutem Wetter hinschreiben, notieren musste und diese Rechnung hat sie dann zu den Gästen gebracht. Was ist nun passiert? Stand auf der Rechnung, dass morgen ein schöner Tag wird, hat sich das Trinkgeld um ganze 20% erhöht. Aha, das heißt, je schöner das Wetter, desto mehr Geld bekommt man, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit steigt. Interessant. Ich hatte gedacht, weil das Wetter so geil ist, sollten wir uns eine Eistorte liefern lassen. Hast du Bock? Ja, das können wir gerne machen. Ja, Rollo, dann gib mal Geld her, du bezahlst sie nämlich. Bist du bescheuert? Ich hab schon das Bier bezahlt, Mann. Ja klar bezahlst du. Okay, wenn du so scharf auf die Kohle bist, dann kriegst du das Geld, ja? Kriegst du das in die Fresse, ja? Was ist denn los und mit dir? Wenn du unbedingt so willst, dann das noch in die Fresse. Mann, jetzt nimm das! Au! Man munkelt ja immer, dass im Winter die Suizidraten am höchsten sein sollten, weil wegen Winterdepression und weil wegen so viel Dunkelheit und pipapo, aber ist das so? Eine Studie aus Stockholm negiert das fleißig, weil nur etwa ein Fünftel aller Suizide tatsächlich im Winter begangen werden. In ihrer Untersuchung analysierten die Wissenschaftler nämlich 1351 registrierte Suizidversuche in der Jahresspanne 1963 bis 2002. Das überraschende Ergebnis, die Mehrheit aller Suizide wird tatsächlich in Monaten begangen, bei denen die Sonne nur kurz bis gar nicht verschwindet. Das heißt, Winter macht glücklich, yay! Lululululu. So, es sieht aus, dass das Video schon wieder zu Ende ist. Wie hat es euch gefallen? Schreibt es unten in die Kommentare. Und wie steht ihr zu dem Thema Kälte oder Hitze? Schreibt es mir auch unten rein. Und auf jeden Fall habt ihr noch die Möglichkeit, es wird langsam echt kalt, die Videos anzugucken, die ich noch so gemacht habe in letzter Zeit. Und hier unten könnt ihr noch fleißig abonnieren und meine Facebook-Seite besuchen. Und Twitter habe ich auch noch. Und auf jeden Fall liked, abonniert und folgt mir oder lasst es ein. Je nachdem, ich wünsche euch noch einen saugeilen Tag hier auf YouTube. Ich muss jetzt erstmal unter die Dusche und ja, ganz warm duschen. Oh, ein Traum. Naja, ich hoffe, ihr habt einen guten Tag. Und wie gesagt, macht's gut, haut's rein und tschüss.